Hallo, mein Name ist Ute Hameling. Ihr kennt mich bestimmt schon von den Videos bei YouTube, Gartenraum Hameling, der Gartenrundgang. Und hier möchte ich euch mein neues Projekt vorstellen. Und zwar florales Genusshandwerk. Dies hier ist meine jetzt ganz neu eingerichtete Werkstatt für florales Genusshandwerk. Und hier arbeite ich besondere florale Werkstücke. Und zwar mit dem Synonym für Genuss. Und wie ihr seht, sind hier einige Werkstücke aufgestellt, die auch noch nicht komplett fertiggestellt sind, weil es sind jetzt Rohlinge, die noch ihre Vollendung suchen und finden werden. Und ich kann euch dabei dann natürlich in den Workshops, die ich im nächsten Jahr anbieten werde, auch ganz, ganz viele Ideen und schöne Dinge vorstellen und mit euch erarbeiten, die ihr dann in eurem Zuhause ganz toll unterbringen könnt und eine Wohlfühlatmosphäre dann auch damit erreicht. Hier zum Beispiel dieser wunderschöne Stehstrauß, der jetzt zum Beispiel zeitunabhängig ist, weil dieser Strauß ist einmal mit Frischblumen zu bestücken. Jetzt ist er jetzt mit einer Kombination aus Trocken- und Seidenblumen bestückt. Der ist ganz jahrestauglich, jetzt hier mit einem Terrakotta-Teller, der ist wasserdicht, das heißt, ich kann auch Blüten bis nach unten durchziehen. Ja, und wenn ihr fragt, Genusshandwerk, das ist ein Synonym einfach für G wie genial, floral, weil es besondere Werkstücke sind, die dann hier in den verschiedensten Wohnräumen und dergleichen einen Platz finden. Wenn ihr hier seid, auf unserer Hofwerkstatt, dann ist es hier ein Erlebniseinkauf. Und ich arbeite mit nachhaltigen Produkten. Einmal, weil ich sie aus dem Garten beziehe, aber auch aus der Natur und schaue, dass ich die Materialien auch in Betrieben bekomme, die dann auch entsprechend nachhaltig produziert sind. Meine Werkstücke und meine Arbeit und mein Arbeitsstil ist unverwechselbar. Mein Service ist entsprechend gut ausgeprägt. Also auch wenn jemand sagt, ich weiß nicht genau, mit welchen Farben ich in meiner Wohnung klarkomme, bringt mir einfach Fotos von eurer Wohnung mit und ich kann auch sagen, mit den und den Farbthemen könnt ihr wunderbar die Wohnung nochmal umgestalten mit Wandfarben. Wie ihr das hier hinten jetzt gerade schon an der Wand sehen könnt, da sind zum Beispiel zwei Platten angestrichen. Einmal in einem Sandwüstengrau, dann einmal in einem Orientrot. Und so kann man auch in der Wohnung mit Wänden entsprechend farblich sich absetzen, indem man zum Beispiel unterschiedliche Wandgestaltungen macht und dadurch die Räume direkt wieder ganz anders wirken. Das Ganze kann man dann auch wunderbar mit Kissen vor allen Dingen in unterschiedlichen Farben und Strukturen ganz toll verändern und aufarbeiten. Und jedes Mal erhält man dadurch eine sehr, sehr schöne Wohlfühlatmosphäre zu jeder Jahreszeit. Ja, das Wichtigste, denke ich, ist, dass wir das Schöne, was die Schönheit an sich von Natur und Blumen ausmacht, dass wir die in unsere Wohnung und in unseren Räumen reinholen, damit wir dann auch einfach ein wunderschönes Zuhause haben. Dein persönliches Zuhause. Ja, ich möchte hier zum Beispiel einen Kranz zeigen, den ich jetzt hier arbeiten werde, mit Hagebutten, mit Seidenblüten. Hier werden Trockenblumen reinkommen, Wurzeln, dann das Hasenpfotengras und das hier wird die nächste Arbeit. Hier könnt ihr auch sehen, hier wird mit Papier das Ganze noch aufgepolstert, dann wird das jetzt schön locker aufgearbeitet.
Wenn der Kranz fertig ist, werde ich ihn euch in meinem nächsten Video auf jeden Fall präsentieren und kann euch dann zeigen, was daraus geworden ist. Ich werde die Videos auf jeden Fall auch einstellen, damit ihr dann diese Werkstücke, die ich da euch anbieten kann, auch nacharbeiten könnt. Oder auch einfach wisst, aha, so und so mit den und den Materialien, die habe ich vielleicht auch noch im Garten, kann ich dann auch zum Beispiel ganz individuell dein Werkstück für zu Hause noch fertig arbeiten. Ja, ich danke euch und freue mich schon mit euch hier in meiner Floristen-Genusshandwerkstatt viele, viele tolle Arbeiten noch zu machen, vor allen Dingen jetzt auch zum Herbst-Winter. Und wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis bald, eure Ute. Tschüss.